Daniel, Veit bitte zum Direktor. Hast wieder Scheiße gebaut. Ja, wie immer. Daniel ist wieder am Gamepad und hört sich dieses Voxophon an. Ui. Ich nehme an, der Siphon ist eine Art Leine. Ja, mein Vater hat sie mir angelegt. Aber als die Zeit kam, habe ich sie nicht einmal selbst abgenommen. Was, wenn ich die Leine abnehme und dann herausfände, dass ich so gefügig bin wie eh und je? Der Siphon war, glaube ich, diese blau leuchtende Maschine da in ihrem Turm. A loving embrace. Hier geht's nicht raus. Where we sleep. Das hat ein bisschen was von Arkham Asylum, oder? So diese, stimmt, diese ganze diese Stahlgebäude und die ganzen Irren da drin. Wie mein Vater konnte ich alles sehen, was sein würde, sein könnte und nicht sein darf. Also er sieht mich doch. Ich glaube, er kann dich nicht hören. Also kann ich nur sehen. Aber jetzt schon ganz schön große Ohren. Ich versuche mal, um ihn rumzukommen. Nee, war wohl nichts. Ich glaube, also er sieht dich und dann aktiviert er halt mit diesen Sirenen die Viecher. Also die. Das Problem ist, dass ich mit Aktivierung, dass mir das alles gar nicht so passt, weil ich ziemlich munitionsmäßig schon recht beieinander bin. Oh, das war aber ein guter. Ah, das war mit den Krähen sehr nützlich. Die haben auch nichts dabei. Wäre auch ein bisschen komisch. Also, andererseits wäre es nicht komischer, als wer sonst hier irgendwas dabei hatte. Sunrise, den kann man noch nicht. Der war's wert, das zu. Aber da sind wir jetzt, was war das? 29 von 37. Also, es geht schon aufs Ende zu, glaube ich. Ja. Andererseits, wie viele Filme haben wir denn in den letzten Folgen gesehen? Die ja, stimmt auch waren? Wieder. Da ist was dran. Da ist ein großer Riss, wieder in so einem Folterraum. Mal gucken, ob wir alles andere abgrasen können. Hier oben war ich überall. Da hinten komme ich nicht durch, da ist versperrt auf der anderen Seite. Schneit's nicht in Batman auch so ein bisschen? Ja. Na, das könnte auch ein Rapture sein hier vom Licht. Schießeisen, vielleicht nehmen wir das mal wieder. Oh, ist das ein Krematorium oder was? Unser Geist wird geboren, verpestet von Sünden. Manche sind so schlimm, dass sie niemals Vergebung finden. Der Geist muss mit der Wurzel ausgerissen werden. Meine Kinder sind ohne Fehl, ohne Tadel und haben keine Wahl. Denn welchen Wert hat der Wille, wenn der Geist mangelhaft ist? Na, jetzt könntest du aber langsam sich auch echt gut in Rapture machen, oder? Wie meinst du? Von also Optik? Von ihrer ganzen, ach so, ja, ja, ganzen Einstellung. Möchtest du mit mir beten? Ich tu mir weh. Bitte lassen Sie mich gehen. Wir werden dich heilen. Ich bin nicht krank. Ein Geist schon. Ich wollte immer nur, dass du dein Potenzial ausschöpfst.
Wie haben, was haben sie denn damit ihr gemacht? Where we cleanse, where we sleep. Wanne benutzen. So, jetzt dachte ich, hier legt er sich rein. Also ein bisschen ein Späuschen machen. Ja. Ich bin Dr. Paddy von Elizabeth und ich werde mich um dich kümmern. Gehen Sie weg von mir. Immer noch trotzig nach all der Zeit. David hat dich einfach hier zurückgelassen. Du musst ihn vergessen, Liebes. Was? Er wird kommen. Sind wir in irgendeiner Welt verschwunden ohne sie? Ich weiß es nicht. Und dann hat sie sich entschieden... Es ist ja so schwierig. Man kann ja nicht sagen, wie viele Welten wir schon sehen. Also, ich meine, es könnten doch 5, 6 Welten sein oder noch mehr, die da existieren. Es könnte ja auch sein, dass der Anfang, dass auch das schon nicht die erste Welt war. Ja. Wie sind denn die überhaupt drauf? Warum haben diese komischen Gipsköpfe auf? Ja, die haben das so... Ach, da war wieder einer. Washington-Köpfe auf, oder? Ja. So, diesmal siehst du mich nicht. Ja, das sind tatsächlich so Alarmsysteme. Das Testsubjekt muss vernichtet werden. Wir konnten sie nicht im Turm festhalten. Und der Prophet hat jetzt... Das war vernichten? Wenn wir die Prozedur ändern, könnten wir sie... Es wäre sicherer für uns alle. Es würde wie ein Unfall wirken. Wow! Ach, das sind zwei Schüsse. Ah, das sind die Schütze, okay. Und so einer schon wieder. Oh, ach so, du hast eine richtig große Büchse hier. Ja, das ist so eine Blunderbuss. Blättert sehr langsam nach. Ich fürchte, es wird nicht halten. Halte mich, Lady Comstock! Oh. Ja, was das? Er dreht aber echt viel, beziehungsweise wir haben diese Waffe nicht sonderlich geupgradet. Ja. Die ist eh nur eine Notlösung, bis ich eine finde, die mir besser gefällt. Ja. Karabiner zum Beispiel, immer wieder. Ja, aber ich habe nur 2 Schuss dafür, auch schließbar. Hast du denn die Shotgun gemacht? Ja. Ich weiß nicht, wer da schießt. Eine Etage höher, ne? Da oben. Ist hier noch Munition drin in den Geschützen? Schaut da. Als eine Arche in einer anderen Zeit. Okay, also die Elisabeth in der Welt macht mir auch ein bisschen Sorgen. Das Kind ist bereit. Es ist Zeit, Prophet. Selbst wenn wir sie heilen, warum sollte sie tun, was sie sagen? Meine Tochter hat 2 Krankheiten, Doktor. Die eine wird ihre Wissenschaft heilen. Die andere ist spiritueller Natur. Was für eine Krankheit ist das? Hoffnung. Keinen Schimmer, was hier los ist. Hummingbirds, die kennen wir noch nicht. Da sieht man jetzt wieder nur ein paar Hummeln, oder? Quatsch, Hummeln. Kolibris. Die hatten wir, ach guck mal, das ist da am Anfang, wo wir das erste Mal aufwachen und durch diesen schönen Garten gehen. Wo man nach der Taufe auftaucht. Ach je, hier geht's auch nochmal weiter. Hier ist nochmal ein Raum, genau. Das ist hier die Puppenstube. Oje, oje. Morgen ist ja deine Operation. Also ist was. Du hoffst immer noch, dass David kommt und dich rettet, was? Es sind jetzt 6 Monate. 6 Monate. Okay, also.
wie der gruselig da aussieht, der Comstock. Das sieht jetzt auch ein bisschen aus wie Sebastians Wohnung, oder? Mhm, stimmt. Also 6 Monate sind vergangen, deshalb schneit's draußen auch. Ach, das heißt, sie wurde vom Songbird dahin gebracht. Wo geht's denn? Also egal wo sie ist, sie ist irgendwie 6 Monate später und wir sind's auch scheinbar. Oh. Ob das wieder so ein kreisförmiger Raum ist? Ich schau nochmal raus. Sorry. Ah, ich glaube, da geht schon weiter. Ja, ja. Die Frage ist halt, wie linear das schon wieder ist oder eben nicht. Weil hier war auch noch einiges. Nee, da nicht. Hier kam ich hoch. Da komme ich nicht rein. Jetzt nicht weiter. Und da war auch nichts mehr. Ja, okay, siehst du. Ach, dann schon ist mein Gewissen wieder. War doch ganz linear. Na, dann versuch dich mal dann vorbeizuschleichen. Ich glaube, einen Kampf können wir uns gerade nicht so richtig leisten. Halt, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn wir hier sterben? Gute Frage. Das wäre wiederum auch irgendwie mal interessant zu sehen. Soll ich mal sterben? Ja, ich meine, das Spiel kann ja nicht vorbei sein. Nee. Ich versuche jetzt trotzdem mal nicht zu sterben, aber es kann ja gut sein, dass es irgendwann mal passiert. Gesundheit für Salze. Nutzt du Gesundheit, um Kräfte einzusetzen? Hm, lieber nicht. Da würden wir uns wahrscheinlich totschießen. Ah, hier ist nur eins. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Oh. Aber am Ende muss er für uns alle bezahlen, oder? Wo fängt seine Schuld an? Und wo endet meine? Was ist mit ihr jetzt los? Sie ist doch nicht unsere Auftraggeberin, oder doch? Vor allem, wenn sie von sich selber als die Kleine spricht. Nee, da hat sie ja nur die zitiert. Die anderen. Aber die kennt sie doch gar nicht. Naja, die Elisabeth, die wir jetzt gerade hören, vielleicht doch. Einst versprach ein Mann, mich von meinen Ketten zu befreien. Doch am Ende ließ er mich im Stich aus reinem Eigennutz. Doch in gewisser Weise bin ich ihm dankbar. Er machte mir klar, wie viel Vertrauen unsere Spezies verdient hat. Gott setzte auch einst Vertrauen in die Menschen. Es scheint, wir haben etwas gemeinsam. Die Enttäuschung. Ich liebte den Propheten nicht stets. Flüchtete gar vor seiner Umarmung. Leugnete, dass ich sein Fleisch bin. Folgte einem Mann, der alles zu sein schien, was mein Vater nicht war. Aber das war ein falscher Hirte. Und als die Wölfe mich jagten, war er nicht da. Ja, sorry, Elisabeth, aber wir haben es ja versucht, ne? Angeblich wird ja irgendwie alles aufgeklärt, aber ich bin echt mal gespannt, ob wir zum Beispiel mal rausbekommen, also dass sie im Nachhinein sagen kann, er war der falsche Hirte und so. Das kann ich nachvollziehen, aber diese Stadt und diese Welt hatte ja schon vorher immer diese Angst vor dem falschen Hirten. Und ja, es gab sogar, dabei, ja, genau, ja. Es gab sogar Bilder von diesem Tattoo, was er da, oder diese Narbe, die er auf dem Handrücken hat. Wo kommt denn dieses Wissen her? Ist da irgendjemand, müsste ja irgendjemand aus der Zukunft dann wieder zurück und irgendjemandem gesagt haben, oh, da könnte jemand kommen, der euch bedroht. Weißt du? Naja, gut, ich meine, bewegen zwischen den Dimensionen ist ja auch nichts anderes. Oder man kann sich ja auch innerhalb der Zeit zwischen den Dimensionen bewegen. Ja. Battleship Falls. Ach, das war, Battleship Bay. Was passiert da? Ach so, die Fälle sind damit gemeint.
Die Wasserfälle, so. Sicherheitscenter. Schwinden in dem Maße, wie die Reue in mir wächst. Und all das nur, weil mein Vater mich im Stich ließ. Als mir klar wurde, wie weit ich gegangen war, konnte ich es schon nicht mehr stoppen. Aber es gibt noch eine letzte Chance auf Erlösung. Für uns beide. Eine letzte Chance auf Erlösung. Die finden wir vielleicht in der nächsten Episode. Ich glaube, ich noch die Ausrüstung an. Nach jedem erfolgreichen Kill wird der Schaden von Waffen erhöht. Ist doch top. Kurzzeitig unverwundbar ist, haben wir es lang genug benutzt. Jetzt nehmen wir mal wieder was anderes. So, aber ich gehe die Treppe nach oben. Obwohl. Ne, okay. Da geht's zum Büro des Direktors. Was haben wir hier? Ein Geständnis. Reise. Was ist da drüben? Oh Gott, da hat es eine Kamera nicht getan, oder wie? Vielleicht ist es so hübsche Verdächtige. Also gut. Was dieser Apparat zu bedeuten hat, mit Voxophon und mit einem Hebel und bestimmt dreidimensionaler Fernsehdarstellung, sehen wir in der nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.